Bastelzeit und ja, ich glaube, das heutige Thema ist recht eindeutig. Hey, Waschmaschine. Ja, die hier, die macht so ein bisschen dumme Dinge. Und zwar meinte die Anzeige, jo, ich bin fertig, aber es stand halt noch Wasser in der Trommel. Das ist seltsam, sollte nicht so sein, ne? Hab dann entsprechend auf Abpumpen gestellt, Start gedrückt und hat abgepumpt. Jo, okay. Das Problem ist, das ist jetzt schon mehrfach passiert und auch wenn ich auf Abpumpen gehe, er pumpt nicht immer ab. Yeah, okay. Das ist dann ein kleines Problem. Also versuchen wir mal, ob wir das Problem beheben können. Das Erste, was man da natürlich machen sollte, ist mal einen Blick reinwerfen in diesen ganzen Bereich, der dafür zuständig ist. Und ja, eigentlich alle Waschmaschinen, die haben dann irgendwo unten so eine Klappe, wo ein paar Dinge dahinter sind. Hier in dem Fall haben wir zwei Sachen da drin und ich bemächtige mich erstmal dem linken. Das ist so ein Schlauch, den man rausziehen kann. Da ist vorne ein Stopfen drauf und wenn man den aufmacht, dann kann man da das Wasser ablassen. Das heißt also, selbst wenn da noch Wasser in der Trommel stehen würde, könnte man damit das Wasser irgendwie in einen Eimer oder sowas umfüllen. Und entsprechend so dafür sorgen, dass der ganze Kram nicht direkt komplett auf dem Boden landet. Ich mache es jetzt hier, weil selbst nach dem Abpumpen ist immer noch ein bisschen Restwasser drin. Und ja, das würde ich gerne da raus haben, sodass das hier nicht überall rumlandet. Ist natürlich alles nicht 100%, also ein bisschen nass wird es immer, aber zumindest ein Großteil, der ist dann weg. Daneben haben wir diese große Öffnung und damit kommen wir in den eigentlichen Bereich, wo die Pumpe sitzt, die dieses ganze Wasser eigentlich Richtung Abfluss pumpt. Üblicherweise findet sich da auch ein Sieb, wo entsprechend dann Dreck, der aus der Wäsche reinkommt, drin gefangen wird, dass der sich nicht in der Pumpe verklemmen kann. Leider bei neueren Modellen wird das gerne weggelassen, weil hey, wenn man Sieb reinigen muss, das stört ja nur. Also jagen wir den ganzen Dreck einfach mit durch die Pumpe und hoffen, dass die das aushält. Gut, ich schraube das hier mal auf. Wie man sieht, da kommt trotzdem noch Wasser raus. Ich fange das jetzt hier, weil es dummerweise direkt auf dem Boden steht, mit so einem Deckel auf und kipp's dann nach und nach weg. Das ist zumindest mal das meiste da weg ist. Und wenn wir rausziehen, sieht das hier so aus. Das Ding war mal weiß. Das heißt also, der darf dann erstmal hier eine Runde übers Waschbecken drehen. Aber wenn wir da drauf gucken, da ist auf jeden Fall nicht irgendwie größere Stellen, die drin hängen. Und was sagt der Blick ins Innere? Naja, da ist halt hinten so ein Impeller. Ich glaube, Impeller heißen die Dinger. Aber außer halt ein bisschen so Schlamm, der in Waschmaschinen halt leider normal ist, ist da nichts zu sehen. Also, ja, gut. Kann man halt mal durchwischen, aber das ist nichts, was dafür sorgt, dass die Pumpe nicht läuft. Und an der Stelle hatte ich dann jetzt ein bisschen Glück. Denn eigentlich hatte jetzt die ganze Zeit, wenn ich auf Start gedrückt hatte, die Pumpe angefangen zu laufen. Diesmal nicht. Es hat gebrummt, aber es hat sich nichts bewegt. Und wenn wir dann mal mit dem Schraubendreher hingehen und dem Ding einfach so ein bisschen Anstoß geben. Ja, okay, jetzt dreht er wieder. Und auch jedes Mal, wenn ich stoppe und wieder starte, dreht immer wieder an. Okay. Das heißt also, wir wissen jetzt schon mal, das Wasser geht nicht weg. Das können im Prinzip nur drei Teile sein. Es kann sein, dass die Steuerung das Ganze nicht ansteuert. Glaube ich nicht, weil es brummt ja, wenn er hängt. Also scheint die Pumpe jetzt versuchen zu laufen, bekommt also wohl von der Steuerung auch den Befehl und Strom und alles Mögliche, um entsprechend loszulaufen. Das zweite wäre, okay, es könnte sein, dass der Abfluss tatsächlich verstopft ist. Das heißt also, von hier dem Bereich, wo die Pumpe sitzt, geht ein Schlauch irgendwo durch die Maschine, hinten raus und dann zum Abfluss. Der könnte sich natürlich zugesetzt haben. Glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht, weil manchmal hat das Abpumpen ja funktioniert. Und wenn der wirklich grob verstopft wäre, würde ich mir eher vorstellen, dass der die ganze Zeit verstopft ist. Und nee, denke ich nicht. Bleibt dann nur noch ein Teil. Die Pumpe selber könnte es sein. Das ist auch nicht so unrealistisch, denn ich habe die Befürchtung, hier das Modell, das hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das heißt dann wohl Waschmaschine zerlegen. Und da Waschmaschinen üblicherweise innen drin irgendwelche Betongewichte oder sowas haben, dass sie halt beim Schleudern nicht durch die Gegend wandern, macht das sehr viel Spaß, daran Reparaturen auszuführen. Naja, was muss, das muss. Also erstmal alles, was auf der Waschmaschine steht, was dummerweise ja noch ein kompletter Wäschetrockner ist, erstmal auf Seite geschafft.
Dann gucken wir mal, ob wir da etwas finden. Oben gibt es einen Deckel, den kann man relativ einfach mit zwei Schrauben abnehmen. Das kann man schon mal machen, dann muss ich es nicht zu weit aus der Gegend boxieren. Aber wenn wir hier von oben reingucken, viel ist nicht zu sehen. Wir können halt an der Seite vorbeigucken und unten schon sehen, ja, okay, da müsste irgendwo die Pumpe sitzen. Ja, von hier aus kommen wir da nicht weiter. Und ja, kurzer Blick auf die Elektronik. Nichts zu sehen, was da kaputt aussieht. Was ein bisschen interessant ist, ist das Schild, was hier drauf ist. Da sieht man nämlich, dass das wohl eine Electrolux ist. Vorne steht Privileg drauf, das ist irgend so eine OEM-Marke. Das ist meistens so, dass es ein paar wenige Hersteller von Geräten gibt und alle anderen Hersteller kaufen einfach nur da die Geräte und kleben ihren Namen drauf. Das ist schon mal gut zu wissen, was denn da ist. Ansonsten hier hinten ist noch ein Kondensator, der dürfte aber eher für den Hauptmotor, also den Trommelmotor sein und die hat gedreht. Ein bisschen weiter rüber gehen. Die Ventile für die einzelnen Fächer hier vorne. Ich glaube, das müsste Vorspülen und Hauptgang sein, den man hier einzeln schalten kann. Ja, das hat auch funktioniert. Also. Und wie gesagt, hier unten die Trommel mit dem Motor, der ganz unten wahrscheinlich sitzt. Das sollte alles nicht unsere Baustelle sein. Denn wir müssen ja die Pumpe. Naja, wenn wir von oben nicht drankommen, dann wohl oder übel von anderen Seiten. Das heißt also, ich habe die ganze Maschine geholt, erstmal irgendwie aus der Ecke buxiert, wo sie steht, und einmal auf die Seite gelegt. Das hilft dann schon mal. Von unten ist die nämlich offen und was haben wir denn da? Das sieht doch nach einer Pumpe aus. Wir haben den weißen Part hinten, da sitzt der eigentliche Motor. Der graue Part, da dürfte das sein, wo das Rad ist, was wir von vorne gesehen haben. Und aktuell im Bild oben und dann so mit einem Bogen weggehen, das ist der Abflussschlauch, der dann hinten aus der Maschine rausgeht. Okay. Wenn wir da mal gucken, die scheint tatsächlich nur draufgedreht zu sein. Da ist irgend so ein Mechanismus. Ich versuche einfach mal diesen Punkt da wegzuschieben. Und tatsächlich, die lässt sich drehen und ne, geht es auch ab. Yay, das sieht gut aus. Das heißt also, die da rauszubekommen, ist auf jeden Fall auch nicht wirklich eine Schwierigkeit. Und Bonusrunde. Auf der Rückseite steht sogar eine Typennummer. In dem Fall hier eine Ascol. Das ist auch ein recht bekannter Hersteller für so Pumpen. Also ich gehe davon aus, Ersatz zu bekommen dürfte dann nicht so problematisch sein. Gerade mal einen kleinen Test gemacht. Wenn ich da drehe, dann ist da an einer Stelle ein recht großer Widerstand. Aber ich denke nicht, dass das wirklich das Problem ist. Ich würde eher schätzen, das hat damit zu tun, wie das Ding anläuft. Ich bin ja auch mal hingegangen und habe die beiden Klemmen gemessen, die da unten rauskommen und auf dem Motor gesteckt haben. Einfach mal Multimeter dran und dann die Waschmaschine eingeschaltet und gesagt, hier pump mal ab. Da kommen 230 Volt raus, ist also direkt ein 230 Volt Modell, so wie es auch drauf steht. Das sieht also auch alles gut aus. Und wenn wir schon wissen, dass das 230 Volt sind, ich habe das Ding mal mitgeholt, auf die Werkbank gelegt und einfach zwei Klemmen dran an die Stellen, wo wir da was haben. Und wenn ich dann jetzt hier andrehe, einfach mal die Spannung hochmachen, naja, dummerweise läuft sie jedes Mal sauber an. Das heißt also, ich kann jetzt zumindest den Fehler, dass das Ding nicht anläuft, nicht nachvollziehen. Aber aktuell ist halt der Motor das Einzige, was mir einfällt, was da kaputt sein könnte. Von daher, die Dinger kosten nicht so viel. Ich glaube, 15 € oder so kosten neuer von diesen Pumpenmotoren. Und ja, dann tauschen halt mal auf Verdacht und hoffen, dass der Fehler dann weggeht. Wollen wir die Pumpe weiter zerlegen, dann können wir noch ein paar Sachen sehen, die eventuell interessant sind. Zum einen, hier unten ist ein Datum drauf. Ich würde sagen, das ist 19.12.2006. Das könnte das Herstelldatum sein. Das würde dann auch so grob erklären, wie alt die Kiste ist. Ich hätte es ehrlich gesagt älter eingeschätzt, aber wird schon passen. Und was wir auch noch sehen, wenn wir das Gehäuse aufmachen, ist das hier. Wir hatten ja von außen die beiden Pins. Offensichtlich gibt es noch einen dritten und dazwischen sitzt dieses Kästchen hier. Ich gehe davon aus, dass das ein Anlaufkondensator ist, der dafür sorgt, dass das Ding dann, wenn die Wechselspannung draufkommt, in die richtige Richtung versucht anzulaufen. Wenn der kaputt ist, das könnte so ein Fehlerbild wie hier auslösen. Also eventuell wird es tatsächlich reichen, hier den einen dann auszutauschen. Aber ehrlich gesagt, das Risiko ist mir jetzt zu hoch. Von daher holen wir mal lieber einen kompletten. Und der editierende Adlerweb gerade hier nochmal. Ich habe zwischenzeitlich nochmal nachgeguckt, was zum Geier das ist, weil die Bauform kenne ich halt nicht für Kondensatoren.
Es ist gar kein Kondensator, sondern es ist ein Motorschutzschalter und eine Thermosicherung in einem. Okay, habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Aber soweit ich das verstehe, hat er auch nichts mit dem Start vom Motor zu tun. Das heißt, der Motor wird wahrscheinlich einfach nur loslaufen und dann, ja, keine Ahnung, wie er seine Richtung findet. Das heißt also, ja, meine Entscheidung, einfach direkt eine neue Pumpe zu kaufen, war jetzt vielleicht nicht die schlechteste. Oder vielleicht doch, denn wenn wir mal gucken, die wird zwar angeboten als kompatibel mit MA113 von Askol, was wir hier ja haben, aber von vorne drauf gucken, der hier hat so Schiebedinger, der hier hat nur Nasen. Ja, yeah, das passt nicht. Mischt. Tja, das ist doof. Was wir aber schon mal machen können, ist auf jeden Fall den in Betrieb nehmen. Mal gucken, ob der dasselbe Verhalten zeigt. Oder ob er sich besser anhört. Und wenn er sich besser anhört, wissen wir auf jeden Fall, dass es die Pumpe ist. Ich meine, eigentlich kann es nur die Pumpe sein. Denn es kam ja Strom raus. Wenn ich da anschiebe, läuft es ja auch an. Ich glaube nicht, dass das dann an der Steuerung liegt. Na gut, hauen wir die hier mal an. Was muss ich hier machen, um die anzumachen? Müsste eigentlich so direkt loslaufen und... Aber prinzipiell läuft's. Gut, ich würde sagen, ich probiere jetzt mal bei hier der, ob man das Vorderteil tauschen kann, weil ansonsten ist die Pumpe definitiv gleich. Uns die hier mal anschauen. Ja, die hat jetzt natürlich kein Gehäuse mehr hinten drauf, aber wenn wir uns die hier angucken, haben denselben Schacht, wir haben die beiden Klemmen hier, wir haben hier unten unsere beiden Spulen, wir haben die Anschlüsse an derselben Stelle und gut, den Anlaufdings hier, den sehe ich nicht. Aber prinzipiell müsste das eigentlich identisch sein. Oh, er ist ein bisschen kleiner sogar. Ja, egal. Solange das am Schluss funktioniert, wäre das fein bei mir. Aber müssen wir jetzt mal gucken, ob man hier diesen Rotor runterziehen kann. Das Problem ist, dass hier, das ist alles unter Wasser, dieser Bereich. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das dann wirklich geht. Im Notfall muss ich dann wirklich gleich nochmal eine Runde bestellen und hoffen, dass das dann besser funktioniert. Eventuell ein bisschen mehr drauf achten. War eventuell auch so ein bisschen mein Fehler. Ich habe nur auf die Titelnummer geachtet. Da steht halt dieselbe Typennummer. Aber wenn man aufs Bild geguckt hätte, ja, da ist zu sehen, dass es eine andere Befestigung ist. Das hat man davon, wenn man sich einfach nur auf die Daten verlässt und alles schnell gehen muss. Nee, der bewegt sich nicht wirklich. Also ich habe die Befürchtung, das gibt keinen. Na gut, neue Pumpe, das. Also nochmal eine neue bestellt. Die sieht diesmal richtig aus. Also ich hoffe, da haben wir diesmal Glück. Steht zwar auch wieder eine andere Typennummer drauf, aber sie sieht auf jeden Fall von der Befestigung her gleich aus. Daher sollte das erstmal passen. Was mir noch aufgefallen ist, bei allen drei Pumpen ist dieses mit dem, dass es an einer Stelle schwerer zu drehen ist, gleich. Das heißt also, das ist wohl nicht ein Problem von der Pumpe. Er hat am Anfang ja gesagt, könnte eventuell irgendein Defekt sein, dass das Richtung Lagerschaden oder so geht. Aber dafür war es dann beim Drüberspringen doch zu sauber. Von daher, das ist anscheinend Absicht. Gut. Wenn das Ding die richtige Einbausachen hat, da diese Halterung, dann können wir das natürlich auch direkt da wieder einbauen. Also einfach wieder draufgeschraubt, dran gesteckt und dann direkt mal wieder laufen lassen. Und so, läuft wie die alte auch immer wieder an. Dann würde ich sagen, wir testen das Ganze mal. Also alles wieder zusammenbauen, ein bisschen Platz schaffen und das Ding mal wieder hinstellen. Und das bisher waren ja alles nur ein Trockenlauf. Das heißt also, wir sorgen dafür, dass der Abwasserschlauch mal irgendwo hingeht, wo er nicht die komplette Bude unter Wasser setzt. Und was ich dann gemacht habe, ist einfach mal einen Eimer Wasser geholt und den in die Trommel gekippt. Wenn wir jetzt hier hingehen und auf Abpumpen gehen, jo, das sieht gut aus, da kommt Wasser raus. Ich habe es dann auch mal so laufen lassen, bis das Geräusch sich so anhört, als ob der fertig ist und da auch nicht mehr wirklich was aus dem Schlauch rauskommt. Und so, ich hoffe mal, dass das dann funktioniert. Jetzt muss das Ding natürlich noch zurück.
Das heißt also wieder vorne aufmachen, das restliche Wasser ablassen, was die Pumpe nicht erwischt hat. Einfach, dass wir das hier nicht verteilen und außerdem Wasser ist schwer. Und dann einmal die Kiste packen und wieder rüber. Und was soll ich sagen? Bis jetzt sieht das ganz gut aus. Die Waschmaschine macht keinerlei Anstalten mehr, dass sie nicht abpumpt. Hat jetzt die ganze Zeit zuverlässig funktioniert. Und ja, das waren jetzt Reparaturkosten von was? 15 Euro, 20 Euro für das Ersatzteil. Statt eine neue Waschmaschine zu kaufen, die wahrscheinlich ein paar hundert Euro kosten würde. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Fragt mich nicht, was das neu kosten würde. Das Ärgerlichste daran ist natürlich, dass man nirgendwo sinnvoll drankommt. Man muss wirklich die komplette Waschmaschine irgendwie auf die Seite legen und dann von unten da versuchen ranzukommen, was halt in vielen Bereichen eher schwierig werden dürfte. Waschmaschinen stehen halt meistens irgendwo in der Küche oder in Waschküchen oder ähnliches, wo jetzt wahrscheinlich nicht der Platz ist, um die Waschmaschine einfach mal quer zu legen. Das heißt, man muss sie erstmal durch die Gegend buxieren, hinlegen. Und ja, wie gesagt, die wiegen ein paar Kilo. Das heißt also, im Zweifelsfall braucht man da ein paar mehr Leute. Wenn man es dann aber erstmal hat, dann, naja, ihr habt ja gesehen, das ist zwei Stecker abziehen, einen Pin auf Seite machen und einmal drehen. Dann hat man die Pumpe in der Hand. Und ja, Ersatzteile gibt es offensichtlich auch relativ günstig. Ja, und damit, wie gesagt, läuft jetzt zuverlässig. Und na, das Ding war jetzt irgendwie über 15 Jahre alt. Wegen mir darf es dann jetzt auch die nächsten 15 Jahre wieder das tun, was es soll.